non siedo. Restless to the breast and nozzle. I'd hold my breath until my face it turns blue. I'd hold out death until my time here's through. Didn't I say it was all or nothing? I'm an island boy in the city running. I'm a six-string soul that's played and gone home. I got 20,000 eyes to find you now, I know. Der erste Tag unserer Reise führt uns in den Naturpark Lonjsko Polje in Kroatien. Wir haben am ersten Tag keinen großen Plan. Wir versuchen einfach, die Autobahnen so weit wie möglich zu vermeiden. Wir verließen uns auf das Navigationsgerät und gaben einfach ein in den Optionen schönste Route. Das klappte so lang perfekt, bis wir dann mitten in Zagreb standen und uns das Navigationsgerät jede Sehenswürdigkeit zeigen wollte. Abgesehen davon, dass ich Städte mit dem Motorrad hasse, war es noch extrem heiß. Unser Navigationsgerät wurde jetzt auf schnellste Route eingestellt und die Autobahn wurde freigegeben. Schnell fanden wir einen Weg aus der Stadt und kühlten uns dann auf der Autobahn ein wenig ab. We're all so busy making plans to survive. Didn't you say it was a long time coming? I've left in park with my engine running. Am späteren Nachmittag erreichen wir unser Ziel, die Pension Sava Duricam in Lonja. Dabei handelt es sich um ein völlig restauriertes Holzhaus. Am nächsten Tag sollte uns unsere Reise nach Bosnien führen. Doch es war Schlechtwetter angesagt und wir entschieden uns kurzerhand, einen Tag länger in Kroatien zu bleiben. Im Nachhinein gesehen war diese Entscheidung vom Wetter her eine gute. Doch durch diese Entscheidung hatten wir in Bosnien auch ein Erlebnis, auf das wir gerne verzichten hätten können. Nun sind wir aber in Kroatien in diesem wunderschönen Holzhaus angekommen. Empfehlenswert für jeden Ruhesuchenden und Naturliebhaber. Wir lieben auf unserer Reise das Ursprüngliche. Wir verzichten auf jeglichen Luxus und freuen uns über die Natur, die Menschen und die Tiere. Im Frühjahr und im Herbst wird der Großteil des Gebietes von der Save überschwemmt. Die Hochwasser bleiben durchschnittlich 30 bis 100 Tage im Jahr bestehen. Doch die Menschen leben hier mit der Natur in völligem Einklang. Die Infrastruktur in Lonja ist sehr schlecht. Nur ein kleines Lebensmittelgeschäft versorgt die Einwohner mit dem Nötigsten. Eine Tankstelle sucht man hier vergebens. Neben den Straßen findet man unzählige alte Holzhäuser. Doch für die meisten dieser Häuser ist das Schicksal besiegelt. Sie verfaulen und verrotten. Da eine Restaurierung recht teuer wäre und sich das kaum wer leisten kann, werden die meisten Holzhäuser im Laufe der Zeit verschwinden. Den nächsten Morgen begannen wir mit einem Spaziergang. Wir wollten uns unbedingt zu Fuß die Gegend um Lonja ansehen. Für Leute, die Action lieben, ist diese Gegend nicht gedacht. Alles ist ja relativ ruhig und sehr verschlafen. Und mehr als Natur, alte Häuser und viele Tiere gibt es ja nicht zu sehen. Also für Naturmenschen ein richtiges Paradies. Nachmittag war eine Fahrradtour geplant und nach einer kurzen Probefahrt ging es auch schon los.
Eigentlich wollten wir in das Dorf Krapje, denn es ist das einzige Dorf in Kroatien als Denkmalort geschützt. Da wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht den Namen des Dorfes wussten und nur eine Kilometerangabe hatten, landeten wir so im Ort Buska. Doch auch dort gab es eine Menge von diesen Holzhäusern. Die Häuser sind komplett aus Holz, zweistöckig mit kleinen Vordächern für das Erdgeschoss. Die Stiege ist an der Außenseite als Antwort auf die regelmäßigen Überschwemmungen. So kann das dafür bereitstehende Boot auch bei Hochwasser vom ersten Stock aus gut erreicht werden. Im Erdgeschoss wird nicht gewohnt, sondern nur gelagert. Die Häuser haben diese zahlreichen Überschwemmungen nur deswegen überstanden, weil sie aus Steineiche gebaut wurden. Und was uns noch aufgefallen ist, wir hatten nicht als einziger irgendwie seltsam aussehende Fahrräder. Schon früh morgens um 7 Uhr brachen wir auf Richtung Bosnien-Herzegowina. Es war ein eisig kalter Morgen. Auf den ersten Kilometern durch den Nationalpark begleitete uns noch die Sonne, doch bald verschwand sie im dichten Nebel. Da wir gestern nicht den Ort Krapje mit dem Fahrrad erreicht hatten, wollten wir das heute unbedingt mit dem Motorrad nachholen. Unser Ziel war die Grenze bei Jasenovac. I'm an island boy in the city running. I'm a six-string soul. Leider gab es vor der Grenze eine Straßensperre, die nicht zum Umfahren war. Wir mussten also den ganzen Weg wieder zurückfahren und wählten die Grenze bei Stara Gradiska. In Bosnien nahmen wir die E661 Richtung Mostar. Nach dem eiskalten Morgen wurde es in Bosnien jetzt immer wärmer. Wir hatten aufgrund dieser Straßensperre in Kroatien viel Zeit verloren. Trotz allem versuchen wir alles mitzunehmen, was es auf dieser Strecke zu sehen gibt. Die Landschaft in Bosnien ist wirklich wunderschön. Und immer wieder stellt man fest, dass das Wichtigste bei einer Reise fehlt. Die notwendige Zeit, um das Ganze zu genießen. Die Zeit, einfach den Luxus zu haben, stehen zu bleiben, wo man möchte und dort zu bleiben, solange man möchte. Und viele Menschen, so auch ich, hoffen, dass man das Pensionsalter dann erreicht, wenn man gesundheitlich noch so in Form ist, dass man überhaupt so eine Reise machen kann. Doch ein paar Kilometer später werden wir erfahren, wie schnell das so ein Leben vorbei sein kann. Wir machten kurz Rast und einige Motorradfahrer fuhren bei uns vorbei. Ein paar Minuten später war einer davon tot. Selbst jetzt beim Videoschnitt fällt es mir noch wirklich schwer, darüber zu reden. Ich habe überlegt, ob ich diesen Teil im Video überhaupt zeigen werde. Doch dieser furchtbare Teil gehört auch zu unserer Reise. Und wenn dieser Teil des Videos nur einen bewegt, langsamer zu fahren und vielleicht dadurch ein Unfall vermieden wird, dann ist dieser Motorradfahrer hier nicht umsonst gestorben. Dieses Ereignis hat mich wachgerüttelt. Es geht um die Menschen, die zu Hause warten. Der Gedanke, dass dieser Mensch Familie hat, Kinder, die auf ihn warten. Dieser Gedanke ließ uns den ganzen Tag nicht mehr los. Wir waren das fünfte Fahrzeug am Unfallort. Als wir zum Unfallort kamen, war noch keine Polizei vor Ort und keine Rettung. Wir mussten über eine Stunde in brütender Hitze ausharren, bis die Polizei endlich die Motorradfahrer fahren ließ. Erst am späten Nachmittag um 17 Uhr kamen wir in Mostar an. Die Stari Most, auf Deutsch Alte Brücke, ist das namensgebende Wahrzeichen der Stadt Mostar und verbindet den mehr bosniakisch geprägten Ostteil mit dem stärker kroatisch geprägten Westteil der Stadt. Die Brücke gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.
aber nicht nur wegen ihrer architektonischen Einmaligkeit, sondern auch aufgrund der großen Symbolkraft der Brücke wurde das Bauwerk und seine historische Umgebung am 15. Juli 2005 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Nach einer lautstarken Nacht in unserem Quartier machten wir uns auf den Weg nach Montenegro. Wir entschlossen uns nicht gleich an die Küste von Montenegro zu fahren, sondern vorher in die Berge nach Šabljak. Unser Weg nach Montenegro führte uns durch eine unglaublich schöne Landschaft. Unsere Tour führt uns durch riesige Täler, die scheinbar unendlich sind. Nach einem kurzen Tankstopp geht es weiter Richtung Grenze. Nun hatten wir die Grenze zu Montenegro erreicht. Der Beamte an der Grenze sprach wirklich sehr gut Deutsch. Wir werden sicher nicht das letzte Mal nach Bosnien-Herzegowina reisen. In Montenegro angekommen geht es jetzt nach Šabljak. Šabljak liegt auf einer Seehöhe von 1456 Meter und das spürten wir auch an der Temperatur. Šabljak liegt im Nationalpark Durmitor. Die Stadt selbst hat ungefähr 2000 Einwohner. Im Zweiten Weltkrieg wurde Šabljak vollständig zerstört und danach wieder völlig neu aufgebaut. Die Stadt ist die höchstgelegene des ganzen Landes. Hier haben wir uns ein einfaches kleines Holzhaus gemietet. Bewacht wurden diese kleinen Holzhäuser von zwei Hunden, die wir schnell in unser Herz geschlossen hatten. Am nächsten Tag gönnten wir uns und auch unserem Motorrad eine kleine Pause. Wir nahmen uns Zeit und machten eine kleine Wanderung durch diese wunderschöne Landschaft. Und auch die Hunde entschieden sich auf unserer 13 Kilometer langen Wanderung uns auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Der Durmitor ist ein Bergmassiv im Norden Montenegros, das zum Gebirgszug der Dinariden gehört. Der das Massiv umschließende Durmitor Nationalpark, der 1952 zum Nationalpark erklärt wurde, gehört seit 1980 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der höchste Gipfel des Durmitor-Massives mit 2522 Metern ist der Bobodov-Kuk, der zugleich auch die höchste Erhebung Montenegros ist. Im Durmitor-Massiv und in dessen Vorland finden sich zahlreiche Seen.
Das Gebirge ist ein beliebtes Touristenziel. Die Hauptsaison ist traditionell der Winter. Das Aufeinandertreffen feuchter und warmer Luft von der Adria und kalter Festlandluft führt in den Wintermonaten zu erheblichen Schneemengen. 3 Meter Schnee und noch mehr sind nicht ungewöhnlich in den höheren Bergregionen im Nordosten Montenegros. Am nächsten Tag früh morgens geht es weiter an die Küste von Montenegro. Um es genau zu sagen, an die Küste von Ulcinje. Bei kühlen morgendlichen Temperaturen von 8 Grad verlassen wir Šabac. Would it be wrong to say you're only in my mind? Am I just dreaming here tonight of a better life? These last months had me feeling like I have not felt in a long time. It must be something. Der Skutari-See ist der größte See der Balkanhalbinsel und je nach Ansicht neben dem Gardasee der größte See Südeuropas. Der See liegt im Grenzgebiet zwischen Montenegro, zu dem auch 2/3 der Fläche gehören, und Albanien, das über 1/3 der Fläche verfügt. Nach Südwesten ist er durch das bis zu 1600 Meter hohe Gebirge Rumija von der nur 20 Kilometer entfernt liegenden Adria getrennt, während sich an der Nordseite ein weit gedehntes, teilweise versumpftes Flachland anschließt. Cause it must be something keeping you from telling me the truth. Am späteren Nachmittag endlich erreichten wir unser Ziel. Nachdem wir unsere Koffer und alles im Zimmer verstaut hatten, machten wir uns auf den Weg und besuchten noch den Strand. Vom Apartment bis zum wunderschönen Strand sind es ungefähr 1,3 Kilometer. 3 Tage wollen wir an der Küste verbringen, bevor es dann weiter nach Mazedonien an den Oritsee geht. Doch jetzt genießen wir erstmal Sonne, Strand und Meer. One day though I do know that it will all be alright. Cause it must be something. Yeah, there must be something.
for sleeping on the floor. I go on slipping out the door before you see my face. I'm slipping out the door before you see my face. But it didn't mean it didn't matter to me. Like taking steps is what I had to do. Cause a journey separated from the life that we had made, it was the one and only thing that I just didn't want to do. Cause love has all gone wrong. Did you expect to be the one who got away not being hurt? Cause love has all gone wrong. If it was meant for you and me, then I'm sure God would make it work. It's all wrong. Cause you were mine. So I'll be strong and let out a sigh. It was nice to meet you. The pleasure was all mine. Just don't go feel blue about me walking out on you. Cause it's the way I had to be. I walked out on you. This is the way it had to be. Please, can you forgive me? Not for leaving you, but letting feelings go. No thoughts about you each and every other day made me think about the things that I don't already know. Cause love is all gone wrong. Did you expect to be the one who got away not being hurt? Cause love has all gone wrong. If it was meant for you and me, then I'm sure God would make it work. It's all wrong. Cause you were mine. So I'll be strong and let out a sigh. It's all wrong. Cause you were mine. So I'll be strong. Nach ein paar Tagen Erholung ging es weiter Richtung Grenze Albanien. Unser Ziel war Mazedonien, der Ortsee. Für Andrea war es das erste Mal, dass sie mich nach Albanien begleitet. Ich freute mich schon sehr, ihr dieses wunderschöne Land zu zeigen. Für mich ist Albanien immer wieder eine Reise wert. Ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele Male dieses schöne Land bereisen können. Für die Kinder haben wir immer Süßigkeiten im Tankrucksack bereit. Besonders in Albanien sind die Kinder sehr zugänglich und so teilen wir die Süßigkeiten bei jeder Gelegenheit aus. Egal wo wir in Albanien eine Pause machten, immer wieder hielten junge Albaner mit ihren Autos neben uns an und fragten uns, wie es uns in Albanien gefällt. Viele dieser jungen Albaner sprechen sehr gut Deutsch. Die meisten davon haben schon in Deutschland gearbeitet.
Die Freundlichkeit der Menschen in Albanien ist einfach überwältigend. Fast aus jedem Auto wurde uns, wenn wir Pause machten, freundlich zugewunken. Man hat in diesem Land wirklich das Gefühl, willkommen zu sein. Drei Nächte verbringen wir nun am Oritsee. Der Oritsee ist der zweitgrößte See der Balkanhalbinsel sowie einer der ältesten der Erde. Sein Alter wird auf 2 bis 5 Millionen Jahre geschätzt. Er gehört zum größten Teil zu Mazedonien, zum kleinsten Teil zu Albanien. Seine Fläche wird in Mazedonien mit 349 Quadratkilometern angegeben. Insgesamt leben mehr als 200.000 Menschen rund um den See. Nachdem wir uns am Strand gut erholt hatten, machten wir uns zu Fuß auf den Weg in die Stadt Ohrid. Ohrid ist mit etwa 39.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Mazedoniens. Ohrid bildet ein regionales, wirtschaftliches, kulturelles und religiöses Zentrum und ist der größte Ort am Oritsee. It's a wonderful life. Die gut erhaltene Altstadt, die Festung mit Rundblick, die vielen Kirchen, Klöster und Moscheen sowie der große Millionen Jahre alte See sind nicht nur Fremde aus den Balkanländern, sondern auch aus dem übrigen Europa und aus Asien an. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Oh, oh, oh. And if I took all these memories and put them in a chest with life and love and wisdom, I'd pass any test. For I've been showered with great abundance. I've drank from the cup and now I'm full of love. Überall auf unseren Reisen finden wir auch hier genug streunende Hunde und arme Tiere, die kaum was zu fressen finden. Doch bei uns muss keiner Hunger leiden. Oh,
Wir hatten eine sehr schöne Zeit am Oritsee, doch die zwei Tage sind vorbei und wir müssen weiter an die Küste Albaniens. Da die heutige Tour nicht sehr anspruchsvoll ist, entschieden wir uns noch eine Runde um den Oritsee zu drehen. Das Umami Beach Resort befindet sich in der kleinen Ortschaft Kapen an der Küste Albaniens. Da das Wetter schön blieb, beschlossen wir hier 3 Nächte zu verbringen. Von hier aus werden wir in 3 Tagen wieder die Heimreise antreten. Doch jetzt genießen wir noch das schöne Wetter und den schönen Strand. Stare so long at a blank page. I feel faded, far away. I shiver like I'm losing my name. Well, look what we've done. If we keep our eyes wide.
In einen Abwasserkanal fanden wir diese kleine Schildkröte. Ich kletterte hinunter, holte sie heraus und Andreas setzte sie wieder in einer schönen grünen Wiese aus. Am frühen Morgen traten wir die erste Etappe unserer Heimreise an. Unser Ziel war Herceg Novi in Montenegro. Herceg Novi befindet sich an der Grenze zu Kroatien und ist ein guter Ausgangspunkt für unsere Weiterreise. Wieder lachte die Sonne vom Himmel und wir hatten wirklich in diesem Urlaub extremes Glück mit dem Wetter. Doch die Abrechnung für dieses schöne Wetter werden wir noch am Ende der Reise bekommen. Doch nun geht es erstmals weiter nach Montenegro. Am nächsten Tag geht es früh morgens weiter nach Kroatien. Genau gesagt nach Podstrana, das in der Nähe von Split liegt. Dort haben wir unser Quartier in der Villa Pitomica gebucht. An der Grenze zu Kroatien ist es nicht erwünscht, dass man mit der Kamera filmt. Und so ließen wir es einfach. Kaum über die Grenze kamen wir in dichten Nebel und wir wurden daran erinnert, dass der Herbst vor der Tür steht. Doch es dauert nicht lange und an der Küste wurde es schnell wieder warm. Es wird unser letzter Tag sein, wo wir die Sonne und die Wärme genießen können.
frühen Nachmittag erreichen wir endlich unser Ziel, die Villa Pitomica. Wir wollten noch den schönen Nachmittag am Strand verbringen. Ab morgen gibt es dann einen heftigen Wetterumschwung. Starkregen und Sturm waren angesagt. Den ganzen Nachmittag über versuchte ich irgendwie einen Umweg zu finden, wie wir das schlechte Wetter umfahren könnten. Doch umso länger ich suchte, wurde mir umso klarer, dass wir das Wetter nicht umfahren können. Das Quartier in Slowenien war gebucht und leider hatten wir auch keine Zeit, um das Wetter ausharren zu können. In meinem Innersten drinnen fühlte ich, dass morgen irgendwas passieren wird. Und mein Gefühl wird sich leider bestätigen. Der vorletzte Tag unserer Reise hat begonnen. Es gibt leider nur wenig Bildmaterial von diesem Tag. Ich habe sogar die Abfahrt versäumt zum Filmen. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass heute was Schlimmes passieren wird. Ich werde versuchen, diesen Tag zu erzählen. Uns war morgens durchaus im Klaren, dass wir das Wetter nicht mehr umfahren können. Es ging jetzt nur darum, wann werden wir abfahren. Fahren wir zu früh los, kommen wir in ein starkes Gewitter mit Starkregen. Fahren wir zu spät los, kommen wir in einen heftigen Sturm. Zwischen 9 und 10 Uhr morgens entschieden wir uns endgültig loszufahren. Im Nachhinein gesehen war es die schlechteste Abfahrtszeit, was wir überhaupt wählen hätten können. Denn in der Höhe von Zadar kamen wir in den Starkregen und in den heftigsten Sturm, den wir je auf einer Autobahn erlebt hatten. Als wir losfahren Richtung Split, war alles noch in Ordnung. Die Sonne scheinte, blauer Himmel und wir dachten, es wird schon nicht so schlimm werden. Als Tourenfahrer kam ich schon öfter in Starkregen oder Gewitter. Im schlimmsten Fall steuert man eine Tankstelle an, stellt sich unter und wartet, bis es vorbei ist. Doch wir machen schon über 20 Jahre Urlaub in Kroatien. Wir wissen genau, dass die Herbststürme in Kroatien extrem sind. Besonders in Höhe Zadar, rauf zum Tunnel Sveti Rok, sind die Stürme oft so extrem, diese Fallwinde, dass die Autobahn gesperrt werden muss. Und genau in diesem Moment fahren wir auf so ein Unwetter zu. Anfangs sahen wir noch kein Wölkchen am Himmel, doch bald änderte sich die Lage. Und wir sahen schon von der Ferne die ersten Wolken auf uns zukommen. Als die Wolken immer dichter wurden, entschlossen wir uns in der Höhe von Skradin das Regengewand anzuziehen. Also quillen wir uns in das Regengewand hinein und hoffen, dass es doch nicht so schlimm wird. In der Höhe vom Park wurde es dann so richtig ungemütlich. Der Regen wurde immer stärker und die Sturmböen immer heftiger. Im Normalfall verlasse ich jetzt die Autobahn und suche mir irgendwo ein Quartier. Es war, als hätte ich einen Engel und einen Teufel auf der Schulter sitzen, wobei der Engel sagt, bleib stehen und verlasse die Autobahn, es ist zu gefährlich. Und der Teufel sagt, fahr weiter, du brauchst es nur bis zum Tunnel Sveti Rok schaffen und du bist in Sicherheit. Mein nächster Gedanke war, wäre es wirklich so schlimm, wäre sicher die Autobahn gesperrt. Und so fuhren wir einfach in dem Windschatten eines Wohnmobils, in der Hoffnung so gut bis zum Tunnel Sveti Rok zu kommen. Und so fuhren wir hinten im Windschutz hinter dem Wohnmobil schön langsam nach. Doch bei der letzten Tankstelle auf der rechten Seite, bevor man hinauffährt Richtung Tunnel Sveti Rok, bog das Wohnmobil zu der Tankstelle ein und wir waren dem vollen Wind ausgesetzt. Innerhalb von Sekunden musste ich jetzt entscheiden, was ich mache. Will ich die Nacht auf einer Tankstelle verbringen oder ich versuche es rauf bis zum Tunnel Sveti Rok? Und ich traf die falsche Entscheidung. Wir fuhren weiter und der Wind wurde immer heftiger. Die Böen waren so heftig, dass es uns fast mit dem Motorrad von der Autobahn wehte. Ich konnte nicht mehr umdrehen, denn ich hatte kaum noch die Kraft, das Motorrad auf der Straße zu halten. Im letzten Moment schrie ich noch in meine Sprechanlage, Andrea, spring vom Motorrad ab. Und da ich mit Andrea schon in einem Notfall darüber gesprochen hatte, machte sie genau das Richtige. Sie sprang ab und ich fuhr rechts über diese Wasserrinne bei der Autobahn auf die Seite und in dem Moment, bevor das Motorrad umgefallen wäre, hat Andrea schon hinten das Motorrad festgehalten. Ich sprang also auch vom Motorrad ab und hielt es sofort auch fest. Erst jetzt klappte ich den Seitenständer herunter, damit wir das Motorrad auf den Seitenständer stellen können und hielten es beide fest. Wir hingen richtig an dem Motorrad, ähnlich wie ein Windsurfer auf seinem Surfbrett. Wir konnten das Motorrad nicht loslassen, denn sonst hätte es uns selbst von der Autobahn geweht und das Motorrad hätte es auch umgeweht. Nach kurzer Zeit kam kein Fahrzeug mehr auf der Autobahn und wir wussten,
Die Autobahn ist jetzt gesperrt. Nun hingen wir da bei strömendem Regen und Sturm mitten auf der Autobahn und wussten, es wird uns keiner mehr helfen. Obwohl wir nur 1,5 Kilometer von der Tankstelle entfernt waren, war es unmöglich, zur Tankstelle zurückzugehen. Uns hätte es von der Autobahn runtergeweht. Der Sturm war so extrem stark, dass wir das Fahrzeug nicht auslassen konnten. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Zu guter Letzt brach noch der Seitenständer ab und das Motorrad fiel fast auf uns drauf. Wir hielten es fest und mit einem Bein, mit dem linken Bein, zog ich einen Stein unter den Ständer, wo wir dann diesen Stümmel von Seitenständer wieder abstellen konnten und das Motorrad weiter festhalten. Und so harrten wir 2 Stunden aus, ohne die Hoffnung zu haben, dass uns irgendwer noch von dieser Autobahn runterholen wird. Über die Helmsprenganlage und die Schnellwahl versuchte ich, Kontakt mit meinem Bruder in Österreich aufzunehmen. Das gelang auch. Er verständigte den ÖAMTC und versuchte, Hilfe zu holen. Doch jegliche Hilfe scheitert, denn kein Fahrzeug durfte mehr auf die Autobahn fahren. Als nach 2 Stunden die Sturmböen ein wenig nachlassen, mache ich mich auf den Weg, um einen Ausweg von der Autobahn zu finden. Doch die Autobahn war mit einem über 2 Meter hohen Zaun abgesperrt und wir konnten nirgends hinaus. Da unser Motorrad mit der Breitseite genau im Wind stand, versuchten wir jetzt, Schritt für Schritt das Motorrad mit der Front in den Wind zu stellen. Als wir das geschafft hatten, konnten wir das Motorrad endlich auf den Hauptständer stellen. Die Koffer haben wir abmontiert und in einen Felsvorsprung gelegt, um dem Wind so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. Endlich, nach 2 Stunden im strömenden Regen und Sturm, konnten wir das Motorrad loslassen. Ich habe zu Andrea des Öfteren gesagt, lass das Motorrad los. Wenn es umfällt, fällt es um. Bring dich irgendwo in Sicherheit. Doch Andrea hat nicht losgelassen. Keine Sekunde hat sie losgelassen. Sie hat das Motorrad festgehalten, als ging es um ihr eigenes Leben. Nun musste mir schnell was einfallen, um uns von der Autobahn zu holen. Im Tankrucksack hatte ich Werkzeug. Ich nahm es raus und begann, den Zaun von der Autobahn zu demontieren. Hinter dem Zaun war eine Schotterstraße, die uns zu einer Ortschaft führte. Während also ich begann, den Zaun zu demontieren, behielt Andrea die Autobahn im Auge. Und gerade als ich den Zaun komplett demontiert hatte und wir konnten durchgehen, schrie Andrea, es kommt ein Fahrzeug. Und wirklich, nach 3 Stunden auf der Autobahn, bei strömendem Regen und Sturm, kam endlich Hilfe. Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei näherte sich uns auf der Gegenfahrbahn. Ich kann nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Was wir nicht wussten, wir wurden von der Autobahnmeisterei schon lange über Kameras beobachtet. Doch durch diesen Sturm war es nicht möglich, uns zu Hilfe zu kommen. Es hätte das Auto von der Autobahn geweht. Und so mussten wir warten, bis der Sturm ein wenig nachließ, dass sie wenigstens auf der Gegenspur zu uns vorstoßen konnten. Nun brachte ich Andrea über die Autobahn und sie konnte endlich in das Auto der Autobahnmeisterei einsteigen. Ich selbst ging zurück und holte noch die Koffer vom Motorrad, um sie auch in das Auto zu verladen. Als wir das meiste verladen haben, machten wir uns auf den Rückweg. Das Motorrad musste ich neben der Autobahn stehen lassen. Im Auto saß Nikola und sein Arbeitskollege. Man fragte uns, wo wir hinwollen, und wir sagten, sie sollen bitte so nett sein und uns zu irgendeinem Hotel bringen, wo wir übernachten können. Doch Nikola hatte selbst ein Apartment und wir konnten bei ihm die Nacht verbringen. Er holte sein privates Auto und brachte uns bis zu seinem Apartment. Nikola half uns bei allem, was möglich war. Er versprach uns auch, das Motorrad über die Kamera immer im Auge zu behalten, sodass es niemand stehlen konnte. Diese Hilfsbereitschaft war einfach großartig. Wir werden Nikola nie vergessen. Und bei unserer nächsten Tour werden wir sicher einmal auf Besuch vorbeischauen. Nun, so verbrachten wir jetzt eine Nacht in Romanska. Unsere Kleidung war durchnässt und meine Jacke war zerrissen. Die Aufräumarbeiten begannen. Andrea nähte meine Jacke und ich trocknete die Kleidung und die Schuhe. Der Regen hatte aufgehört, aber der Sturm blies noch immer mit voller Gewalt. Erst durch Nikola erfuhren wir, dass wir Sturmspitzen bis zu 130 km/h hatten. Er meinte aber noch scherzhaft, dass das nicht so schlimm wäre, denn sie hätten schon Stürme über 240 km/h auf der Autobahn gemessen. Ehrlich gesagt, uns haben die 130 km/h vollkommen genügt. Da der Sturm ein wenig nachgelassen hatte, entschlossen wir uns kurzerhand einkaufen zu gehen und noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Ehrlich gesagt mussten wir das Ganze irgendwie jetzt noch verdauen. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn uns die Autobahnmeisterei nicht entdeckt hätte. Das Ganze wird uns eine Lehre sein fürs Leben. Wir werden uns nie wieder in so eine schlimme Situation bringen. Jetzt hoffen wir nur noch, dass die Autobahn am nächsten Tag freigegeben wird. Für diesen Tag war es auf jeden Fall genug Abenteuer.
In der Nacht habe ich kaum was geschlafen und es lag sicher nicht am Bett. Schon früh am Morgen war ich am Balkon und beobachtete, ob die Autobahn schon geöffnet ist. Es ging noch immer sehr starker Wind, doch Nikola versprach uns, sowie die Autobahn für Motorradfahrer freigegeben wird, holt er uns mit seinem Dienstwagen ab und fährt uns zu unserem Motorrad. Wir haben schon alles gepackt und es dauert nicht lange, bis es an der Tür klopft. Nikola stand vor der Tür und sagte, schnell, schnell, wir müssen fahren, denn die Autobahn wird in Kürze wieder gesperrt. Wir luden also alles ins Auto und fuhren zum Motorrad. Andrea und die Koffer blieben bei Nikola im Auto. Ich setzte mich aufs Motorrad und Nikola gab mir mit seinem Dienstwagen Windschutz. Die Windstärke lag jetzt ungefähr bei 80 bis 90 km/h. Und so begleitet uns Nikola bis zum Tunnel Sveti Rok, wo wir dann wieder die Koffer auf unser Motorrad montierten. Als wir alles montiert hatten, fiel mir ein, dass ich den unteren Teil des Seitenständers noch dort liegen hatte, wo das Motorrad abgestellt war. Doch Nikola sagte, kein Problem, ich fahre runter und suche das Teil. Andrea fuhr also mit Nikola wieder zurück, um das abgebrochene Seitenständerteil zu suchen. Und ich blieb einstweilen beim Fahrzeug und wartete. Hätte man das Teil nicht gefunden, wäre es ungefähr ein Schaden von 200 Euro gewesen. Nach ungefähr 20 Minuten kamen Nikola und Andrea wieder zurück. Und sie hatten auch das abgebrochene Teil des Seitenständers gefunden. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir Nikola sind. Nun war es aber endgültig Zeit, Abschied zu nehmen. Die letzte Tour unserer Reise stand bevor. Im Rückspiegel wurde Nikola immer kleiner und wir verschwanden im Tunnel Sveti Rok. Nach 19 Tagen und 3032 Kilometer kamen wir endgültig wieder zu Hause an. Es war eine Reise mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Trotz allem kann man sagen, es war die schönste Motorradtour, die wir bis jetzt gemacht hatten.